Ich darf dann aufrufen den Tagesordnungspunkt 5. Das ist die erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD, Gesetz zur Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung in Hessen, Drucksache 20-2356. Ich darf zur Einbringung des Gesetzentwurfs der Kollegin Dr. Sommer das Wort erteilen. Und wir haben uns vereinbart auf 7,5 Minuten Redezeit. Bitte schön, Frau Dr. Sommer. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, es gibt mehr Medizinerinnen und Mediziner als je zuvor. Dennoch steht die medizinische Versorgung gerade auf dem Land vor großen Aufgaben. Die größte Herausforderung besteht darin, die flächende Versorgung zu gewährleisten und Nachwuchs zu akquirieren. Nur jeder zweite Hausarzt findet derzeit einen Nachfolger für seine Praxis. Und um den Status quo zu halten, müssten mindestens doppelt so viele Fachärzte für Allgemeinmediziner ausgebildet werden. Hier sind die medizinischen Fachbereiche gefordert, die Ausbildung von Allgemeinmedizin zu forcieren. Deswegen setzen wir uns dafür ein, einerseits für die Schaffung mehr Medizinstudienplätze und einer Stärkung der Allgemeinmedizin, aber auch für die Einbringung bzw. Einführung der Landarztquote. Stipendien, Weiterbildung, Ansiedlungs- oder Niederlassungsförderung reichen allein nicht aus, um die Versorgung insbesondere im ländlichen Raum sicherzustellen. Eine zeitnahe Einführung der Landarztquote ist daher ein weiterer sinnvoller Baustein, ein wichtiges Instrument im Kampf gegen den drohenden Ärztinnen- und Ärztemangel, meine Damen und Herren. Leider hat Schwarz-Grün verpasst, in dem Staatsvertrag, den wir Ende letzten Jahres debattiert haben, die Landarztquote wirklich anzugehen. Mit dem vorgelegten Gesetzentwurf der SPD-Landesregierung haben wir wieder einmal die Arbeit gemacht, die eigentlich die Landesregierung erledigen müsste, meine Damen und Herren. Für uns als SPD ist die gesundheitliche Versorgung Daseinsvorsorge und liegt damit in der Verantwortung dieser Landesregierung. Die Herausforderung hier aber verschläft sie erneut. Der Masterplan Medizin ermöglicht auch dem Land Hessen, bis zu 10% der Medizinstudienplätze an Bewerberinnen und Bewerber zu vergeben, die sich verpflichten, nach dem Abschluss des Studiums in ländlichen Regionen tätig zu werden. Nachdem es Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Bayern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, auch Baden-Württemberg es vormachen, wollen wir nun endlich auch handeln, meine Damen und Herren. Die Situation derzeit sieht in Hessen so aus, dass in den nächsten Jahren viele in den Ruhestand gehen werden unserer Allgemeinmediziner. Wir haben ein Durchschnittsalter von über 55 Jahren. Derzeit haben wir 300 freie Hausarztsitze. Prognostiziert wird, dass 2030 60% eine Nachfolge brauchen. Das sind 2.442, legt man die Zahl der Köpfe von heute von 4.071 zugrunde, meine Damen und Herren. Hinzu kommt, dass wenn man jetzt jemand eine Nachbesetzung machen will, dass man nicht nur noch einen Arzt braucht, sondern zwei bis drei, so die Rückmeldung der KV. Deswegen ist es wichtig, überall dort, wo zu wenig Fachärztinnen und Ärzte für Allgemeinmedizin für die Versorgung zur Verfügung stehen, dort die Landarztquote zu nutzen. Denn Teilnehmerinnen und Teilnehmer würden sich dann verpflichten, auf dem Land oder in unterversorgten Regionen tätig zu werden. Persönlichkeiten, die ihren Berufswunsch des Hausarztes auf dem Land verwirklichen wollen, können so einen Studienplatz bekommen. Die Auswahl der Studierenden erfolgt nicht nur nach der Abiturnote, sondern im Grunde nach auch nach Eigenschaften, die dann der Patientenorientierung zugutekommen, nämlich Empathie, Sozialkompetenz, Vorerfahrung und natürlich auch dem Wunsch, in der Fläche vor Ort sein Wirkungsfeld haben zu wollen. Und ich sage ganz, ganz deutlich, wir wollen niemanden zwingen aufs Land. Das möchte ich ganz deutlich sagen. Sondern wir möchten all jenen eine Chance geben, die sich vorstellen können, als Hausärztin oder Hausarzt in einer unterversorgten Region zu arbeiten. Und ich bin mir sicher, dass die Landarztquote gut angenommen wird. Warum?
Nordrhein-Westfalen beispielsweise will die Quote von 7,1 auf 10% erhöhen, weil die Nachfrage so groß ist. Auf 145 Plätze haben sich 1.312 Studis beworben. Und ich sage Ihnen, ich kenne aus meinem Beritt viele junge Leute, die gerne Hausarzt vor Ort werden würden. Und die Landarztquote würde diese jungen Menschen ihrem Traumjob ein Stück näher bringen. Das sollten wir denen, die das wollen und dafür geeignet sind, ermöglichen. Es hilft Ihnen, Ihren Traumjob zu machen. Es hilft den Patientinnen und Patienten vor Ort. Und es hilft schließlich auch der ärztlichen Versorgung. Bis 2030, und ich habe es eben schon einmal gesagt, werden 60% eine Nachfolge brauchen. Deswegen können wir nicht länger warten und sollten dieses Instrument der Landarztquote, so wie es bereits andere Bundesländer tun, als weiteren Baustein nutzen. Es ist ein Instrument gegen den Ärztinnen- und Ärztemangel. Gleichzeitig möchte ich aber noch einmal appellieren, die Medizinstudienplätze zu erhöhen. Wir brauchen sie dringend, da nicht nur Allgemeinmediziner fehlen, sondern Mediziner in allen Bereichen, meine Damen und Herren. Und auch hier wird die Landesregierung ihrer Aufgabe nicht gerecht. Und ich freue mich auf die Debatte, auf die vielen Kontras gegen die Landarztquote. Und ich sage Ihnen, die Quote ist kein Allheilmittel, aber sie ist ein Versuch, den absehbaren Mangel an Landärzten einzugrenzen und ambulante Versorgung aufrechtzuerhalten. Wir brauchen einen Instrumentenkasten, wie die Maßnahmen unseres SPD-Sofortprogramms. Die Landesregierung aber prüft und prüft und prüft. Und wenn wir noch länger prüfen und länger warten, sind es nicht nur 300 offene Stellen, meine Damen und Herren, sondern dann stehen ganz viele Patientinnen und Patienten ohne Arzt da. Und das dürfen wir nicht zulassen. Aber wissen Sie was? Wenn Sie in den letzten 20 Jahren Ihrer Regierungsverantwortung erstens dafür Sorge getragen hätten, dass wir genug Ärzte ausgebildet hätten und dass wir die Allgemeinmedizin gestärkt hätten und zweitens dafür Sorge getragen hätten, dass die ländliche Infrastruktur von Jahr zu Jahr nicht unattraktiver, sondern attraktiver wird, die Diskrepanz von Metropolregionen, Städten und dem ländlichen Raum bezogen auf Infrastruktur, Straßen, Breitband, ÖPNV, Daseinsvorsorge nicht so groß wären. Bei gleichwertigen Lebensverhältnissen in Stadt und auf dem Land bräuchten wir die Quote vielleicht gar nicht, meine Damen und Herren. Und die Uhren können wir aber leider nicht zurückdrehen. Deswegen ist es jetzt an der Zeit, zu handeln und die Weichen zu stellen, um künftig genügend Ärzte, insbesondere in der Fläche, zu haben, damit Menschen im ländlichen Raum die medizinische und ärztliche Versorgung bekommen, die sie benötigen. Meine Damen und Herren, wir als SPD wollen die Versorgung von Menschen in Hessen in Stadt und Land unabhängig von Einkommen, Alter oder Mobilität sicherstellen. Und wir hoffen, Sie ziehen damit, denn es ist wichtig für die Bürgerinnen und Bürger. Wir dürfen Sie nicht alleine lassen in dieser Sache. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Damit ist der Gesetzentwurf eingebracht, und ich eröffne die Aussprache. Erste Rednerin für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN ist die Kollegin Nina Eisenhardt. Wie gesagt, vereinbarte Redezeit 7,5 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Eine gute gesundheitliche Versorgung überall in Hessen ist unser gemeinsames Ziel. Wir können jetzt entweder in einen Wettbewerb einsteigen, ob die SPD den schwarz-grünen Koalitionsvertrag schneller umsetzt oder die Koalition. Sich hier hinzustellen und mit einem aus Nordrhein-Westfalen kopierten Gesetzentwurf zu sagen, die SPD macht die Arbeit der Regierung, ist gewagt. Oder wir diskutieren, wie wir den Verfassungsauftrag von gleichwertigen Lebensverhältnissen und einer medizinischen Versorgung im ländlichen Raum erfolgreich umsetzen können.
Das wollen wir erreichen, und dafür brauchen wir ein ganzes Bündel an Maßnahmen, die wir bereits jetzt angehen können. Eine Landarztquote allein macht noch keinen Landarzt und bringt auch in diesem Jahrzehnt noch keine Lösung für die Menschen auf dem Land. Denn die Ärztinnen und Ärzte, die durch eine Quote einen Studienplatz bekommen, müssen ihr Studium erst noch beenden. Deshalb setzen wir schon jetzt auf Maßnahmen, die den Arztberuf im ländlichen Raum attraktiver machen und die Gesundheitsversorgung verbessern. Dazu gehört die Schaffung von attraktiven Arbeitsbedingungen für Ärztinnen und Ärzte, beispielsweise durch die Entlastung durch Gemeindeschwestern, flexible Arbeitsbedingungen in Gesundheitszentren und medizinische Versorgungszentren sowie eine kluge und verantwortungsbewusste Nutzung der Chancen und Möglichkeiten durch Digitalisierung. Die Arbeit als Ärztin oder Arzt auf dem Land muss attraktiv sein. Und weil wir jetzt handeln, haben wir im aktuellen Haushaltsentwurf 29 Millionen € für die nächsten Jahre mehr für gesundheitliche Versorgung im ländlichen Raum vorgesehen. Ganz grundsätzlich brauchen wir gegen den Ärztemangel auch mehr Absolventinnen und Absolventen in Hessen. Deshalb werden wir die 135 Teilstudienplätze in Fulda in Vollstudienplätze umwandeln. Das sind am Ende 135 Absolventinnen und Absolventen mehr in der Humanmedizin in Hessen. Und es bedeutet auch eine stärkere regionale Verteilung dieser Absolventinnen und Absolventen. Wir haben im Koalitionsvertrag die Landarztquote als ein Instrument für eine bessere Versorgung in Zukunft vereinbart. Bei der Umsetzung der Landarztquote prüfen wir, welche Modelle am besten zu den Rahmenbedingungen in Hessen passen. Mit einem umfassenden Konzept einer eingebetteten Landarztquote wollen wir zudem erreichen, dass die Menschen, die sich auf Studienplätze bewerben, auch Lust auf den Beruf haben, und das auch nach 10 bis 15 Jahren Studium. Ein Landarztstudium muss ein Prädikat und kein Makel für die Studierenden sein, denn sie verpflichten sich für einen wichtigen Dienst für unser Gemeinwohl. Mit dem Abschluss des Hochschulstaatsvertrags Ende letzten Jahres wurde die Möglichkeit geschaffen, Zulassungsquoten bei einem öffentlichen Bedarf zu erlassen. Es ist ein Instrument, das im Sinne der Berufsfreiheit in seinem Umfang und in seiner Ausgestaltung gut abgewogen werden muss. Jetzt nur aufgrund von Schnelligkeit das Gesetz aus Nordrhein-Westfalen zu kopieren, wird weder den Studierenden gerecht, die sich verpflichten, im Gebiet mit Ärztemangel zu gehen, noch denen, die es nicht tun und sich auf einen Medizinstudienplatz bewerben. Aktuell sind auch rechtliche Bedenken, ob die Landarztquote, wie sie in Nordrhein-Westfalen eingeführt wurde und auf dem ja auch Ihr Gesetzentwurf beruht, so zulässig ist. In ganz Deutschland haben wir erst Ende letzten Jahres das Zulassungsrecht für zulassungsbeschränkte Studiengänge überarbeitet, weil das Bundesverfassungsgericht noch einmal den Stellenwert der grundgesetzlich verankerten Berufsfreiheit gestärkt hat. Wegen all dieser Erwägungen gilt für uns als Landesregierung, als die Landesregierung tragende Koalitionen, Gründlichkeit vor Schnelligkeit. Unser Anliegen ist, den Interessen der Studierenden genauso gerecht zu werden wie den Patientinnen und Patienten. Das ist unser hessischer Weg. Wir sind gespannt auf die Anhörung zum vorliegenden Gesetzentwurf. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Eisenhardt. Nächster Redner für die Freien Demokraten ist der Kollege Janky Pürsün. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! In ländlichen Regionen Hessen fehlen Hausärzte. Der Mangel nimmt kontinuierlich zu, und eine nicht erfolgende Nachbesetzung erhöht den Druck auf die verbleibenden Ärzte. Es leidet die Versorgung und Lebensqualität im ländlichen Raum, und parallel steigt die Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der Politik. Aktuell ist der Hausarztberuf auf dem Land einfach wenig attraktiv.
Wenn ein junger Mensch aufs Land zieht, dann doch nicht, um einen 12-Stunden-Tag zu haben, sich mit lästiger Bürokratie rumzuschlagen und das finanzielle Risiko einer eigenen Arztpraxis zu tragen. Die hier geforderte Landarztquote drängt junge Menschen, die gerade aus der Schule kommen, in einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Land. Durch diesen verpflichten sie sich, nach Abschluss des Studiums eine Weiterbildung zum Allgemeinmediziner zu machen. Wer also im Laufe des Studiums feststellt, dass ihm die Chirurgie liegt, der hat erst einmal Pech gehabt. Damit nicht genug. Nach Abschluss der Weiterbildung ist der Studierende dann verpflichtet, ich zitiere, eine vertragsärztliche Tätigkeit aufzunehmen und für die Dauer für 10 Jahre in Gebieten auszuüben, für die das Land Hessen unter Mitwirkung der Kassenärztlichen Vereinigung einen besonderen öffentlichen Bedarf festgestellt hat. Welche Gebiete das örtlich sein können, weiß der Studierende zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht. Der Bedarf kann sich im Laufe des Studiums ändern und wird sich auch in den 10 Jahren ändern, in denen der Arzt dann seine Pflichtstation auf dem Land absolviert. Wird dann erwartet, dass der Arzt mit dem Bedarf mitzieht? Am besten jährlich. Paradoxerweise sollen die Landarztquotenstudienplätze allerdings nicht neu geschaffen werden, sondern von den bestehenden Medizinstudienplätzen abgezwackt werden. Das hilft nicht. Denn wir haben insgesamt einen Ärztemangel zu bekämpfen. Die Studienorte beeinflussen auch die spätere Wahl des Tätigkeitsortes junger Menschen. Studierende sollten erst gar nicht vom ländlichen Raum abwandern bzw. nach dem Studium einen attraktiven ländlichen Raum zum Arbeiten vorfinden. Wir Freien Demokraten möchten das Problem des Ärztemangels im ländlichen Raum konsequenter angehen. Wir möchten die Attraktivität des Arztberufes im ländlichen Raum steigern und Anreize setzen, für junge Menschen, sich dort niederzulassen. Wir fordern unter anderem den Aufbau regionaler Zentren zur Sicherung der Gesundheitsversorgung. Durch diese können Netzwerke geschaffen werden, die einer erweiterten multiprofessionellen Praxisgemeinschaft ähneln. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir fordern den Ausbau der digitalen Gesundheitsversorgung. Hier gibt es zahlreiche Möglichkeiten, die den Ärztinnen und Ärzten das Leben leichter machen und die Arbeitsbelastung senken. Exemplarisch sei hier ein nationales E-Health-Portal genannt, das heute noch komplizierte und bürokratische Prozesse dann intelligent und elektronisch abwickelt. Auch schlagen wir den Einsatz von Coaches vor, die bei den ersten Schritten der Niederlassung behilflich sind. Die Studierenden verlassen die Universität in der Regel fachlich gut ausgebildet, haben aber kaum Kenntnisse vom Umgang mit der Kassenärztlichen Vereinigung, den Finanzen und den arbeitsrechtlichen Vorschriften als Arbeitgeber. Hier müssen auch die Universitäten ansetzen und ihre Studenten auf den Beruf des niedergelassenen Hausarztes aufmerksam machen. Wir müssen die Hürden zu dem Schritt, sich als Hausärztin bzw. Hausarzt niederzulassen, abbauen, die Arbeitsbelastung reduzieren und die Attraktivität des Berufs sowie auch des ländlichen Raumes steigern. Mit gezielter Förderung und Unterstützung angehender Ärztinnen und Ärzte werden wir weiterkommen. Nicht mit einem Gesetz, das unverhältnismäßig hohen Druck aufbaut und keinen Spielraum für die eigene Entwicklung lässt. Aus der umfangreichen Kritik der Kollegin der GRÜNEN an der Idee der Landarztquote könnte man jetzt herausgehört haben, dass die Landesregierung oder die tragende Koalition das aus dem Koalitionsvertrag streicht, zumindest nicht umsetzt. Das lässt eine gewisse Hoffnung noch zu. Wir, meine Damen und Herren, können daher dem Vorschlag einer Verpflichtung für junge Menschen mit solch weitreichenden Folgen und Konsequenzen nicht zustimmen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Pürsün. Nächste Rednerin für die Fraktion der AfD ist die Abg. Papst-Dippel. Sehr
Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Hausarzt spielt in der ärztlichen Versorgung der Menschen zweifelsohne eine sehr wichtige Rolle. Er ist erster Ansprechpartner, kennt in der Regel seine Patienten im sozialen Umfeld und im familiären Umfeld. Nicht selten betreut er ganze Familien. Auch fachlich muss der Hausarzt als Allgemeinmediziner ein Universalist sein. Ihm obliegt meist die Entscheidung über eine kurative Behandlung, eine weiterführende Facharztabklärung oder sogar stationäre Aufnahme. Aus Patientensicht sollte der Hausarzt gut erreichbar, also wohnortnah sein und genügend Zeit für den Patienten mitbringen. Das gilt sowohl im städtischen als auch im ländlichen Bereich. Und hier haben wir schon den ersten Aspekt dafür, dass der Hausarzt nicht zu den Top-Fachbereichen eines angehenden Mediziners gehört. Die sprechende Medizin wird nicht hinreichend honoriert. Der Hausarzt muss aber in sehr vielen Fällen genügend Zeit haben, um eine Übersicht in der Diagnostik des Patienten zu bekommen. Leider können wir daran auf Landesebene nichts ändern, und eine Attraktivitätssteigerung des ländlichen Raumes können wir auch nicht aus dem Hut zaubern. Und natürlich sind die Praxen oft überlastet, weil Arztsitze nicht mehr besetzt werden, die jungen Ärzte, besonders Frauen, familienfreundlichere Arbeitszeiten, z.B. im Anstellungsverhältnis suchen, und weil der demografische Wandel mit zunehmend höherer Zahl an älteren Patienten, aber auch allgemein die Zunahme chronischer Erkrankungen den Arbeitsalltag zur Belastungsprobe machen. Laut Statistik der Ärztekammer sind die Anerkennungen zum Allgemeinmediziner oder Arzt für Inneres und Allgemeinmediziner je nach Jahrgang deutlich bis extrem viel niedriger als andere Facharztanerkennungen. Der Berufswunsch Hausarzt ist also wenig beliebt. Meine Damen und Herren, wir haben in absoluten Zahlen so viele Ärzte wie noch nie, und trotzdem steht eine Unterversorgung im ländlichen Bereich bevor. Denn die Zunahme chronischer Erkrankungen und zunehmend mehr geriatrische Patienten beschränken sich nicht nur auf urbane Gebiete. Probleme mit dem Fachkräftemangel und den Anforderungen von Digitalisierung und einzuhaltenden Sicherheitsstandards sowie die allgemeine Bürokratisierung sind ebenso wenig förderlich für die Attraktivität der Hausarzttätigkeit. Schon zum Ende des Jahres 2018 zeigten Zahlen der Bundesärztekammer, dass bei den niedergelassenen Ärzten mit Fachrichtung Allgemeinmedizin die größte Zahl in der Altersgruppe der 50- bis 59-Jährigen und darüber zu finden ist. Es kommen vergleichsweise wenige Ärzte nach. Ein Minus von 1,8% zeigt, dass die Zahl rückläufig war. Das Problem ist also schon länger bekannt, bzw. seine Verschärfung war absehbar. Die Fraktion der SPD schlägt nun mit der vorgelegten Drucksache eine gesetzlich festgeschriebene Landarztquote vor, die mehr oder weniger an die bereits im Sommer 2019 eingeführte Landarztquote in Nordrhein-Westfalen erinnert. 10% der Studienplätze für Medizin sollen bevorzugt an Studenten verteilt werden, die in einem Auswahlverfahren als geeignet festgestellt wurden und sich für 10 Jahre verpflichten, als Landarzt in einem unterversorgten oder von Unterversorgung bedrohten Region zu arbeiten. Das klingt vordergründig nach einer guten Lösung, und aus Nordrhein-Westfalen hört man auch, dass das Programm scheinbar gut angenommen wird. In Bayern gibt es aber eine nahezu halb so große Quote, und es fehlen Bewerber. Also dort wird es nicht so angenommen. Allerdings zeigen die Zahlenwerke der Bundesärztekammer noch ein anderes Bild. So sind die Zahlen der nachkommenden Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin stagnierend bei ebenfalls hohem Altersdurchschnitt. Sieht man sich die Zahlen der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie an, wird ein noch deutlicherer, bereits bestehender Mangel in der Fläche offensichtlich. Und das bei nachgewiesenem steigenden Bedarf, was unlängst erst wieder Veröffentlichungen von Krankenkassen verdeutlicht haben. Insgesamt werden die Probleme im Bereich von Psychiatrie, Psychologie und psychosomatischer Medizin in den nächsten Jahren wohl ebenfalls sehr zunehmen. Auch die Augenheilkunde sollte ebenfalls Sorge bereiten, denn weniger Ärzte werden einen steigenden Bedarf z.B. bei Augenoperationen abdecken müssen. Wir haben es also mit einem fächerübergreifenden Problem zu tun, und der vorliegende Gesetzentwurf bezieht sich nur auf eine Landarztquote im Bereich Allgemeinmedizin.
würde damit aber bei Umsetzung 10% der Studienplätze sozusagen blockieren. Das scheint wenig zielführend, wenn sich dann Lücken in der fachärztlichen Versorgung auftun oder bereits bestehende Lücken größer werden. Ein weiterer Kritikpunkt am Entwurf und der Landarztquote insgesamt sei hier noch angeführt. Ein Medizinstudium dauert viele Jahre, und junge Studenten müssten sich ganz zu Beginn festlegen, in eine nicht vorher festgelegte ländliche Gegend zu ziehen nach Abschluss des Studiums. Das würde ich persönlich für eher gewagt halten, ganz zu schweigen davon, dass sich oft während dieser Jahre familiäre Bindungen ergeben, die dann vielleicht in eine ganz andere Richtung führen. Planungssicherheit sieht erst einmal anders aus, meine Damen und Herren. Eine Lösung sollte auch unserer Meinung nach darin liegen, die Anzahl der Studienplätze zu erhöhen und lange Wartelisten auf einen Studienplatz zu verhindern. Stattdessen finden wir im Haushalt 2020 jetzt Fahrradprofessuren. Das, meine Damen und Herren, das geht an der Realität im ländlichen Bereich völlig vorbei. Danke sehr. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Papp-Dippel. Nächster Redner für die Fraktion der Christdemokraten ist der Abg. Dr. Med. Ralf Norbert Bartelt. Herr Präsident, meine Damen und Herren! In Hessen wird eine Landarztquote bei der Zulassung zum Medizinstudium eingeführt. Im Koalitionsvertrag zwischen CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN steht, mit der Einführung einer Landarztquote im Hochschulzugang für das Studium der Humanmedizin werden wir Medizinerinnen und Mediziner für den ländlichen Raum gewinnen. Diese Plätze sollen an solche Studenten vergeben werden, die sich verpflichten, sich später im ländlichen Raum niederzulassen. Und das wird auch umgesetzt. Ein wichtiger Schritt war der Staatsvertrag unter den Bundesländern über die Hochschulzulassung, dem wir im letzten Jahr hier zugestimmt haben. Er setzt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts um und regelte, dass 60% der Medizinstudienplätze im Auswahlverfahren der Hochschulen und 30% an die Abiturbesten vergeben werden. Nach der neu eingeführten Eignungsquote werden 10% verteilt. Damit ist eine Landarztquote rechtssicher gemacht, wenn sich ein Bundesland in einem Gesetz dafür entscheidet, so wie wir das wollen. Wir werten den vorliegenden Gesetzentwurf der SPD als Unterstützung des Vorhabens der Landesregierung und der Regierungsfraktion. Wir stimmen den Zielen dem Grunde nach zu, und ich möchte jetzt hier auch gar nicht einzelne Textbausteine kritisieren, zumal es wurde gesagt, dieser Entwurf ja weitgehend von NRW übernommen wurde. Wir sind für diese Unterstützung auch dankbar, weil wir bis zur Realisierung noch einige Hürden überspringen müssen und Überzeugungsarbeit leisten müssen. Das war bei Ihrer Rede, Frau Dr. Sommer, noch nicht ganz so zum Ausdruck gekommen. Deshalb erlaube ich mir, das zu ergänzen. Erstens. Die Landarztquote muss in den Hochschulpakt 2021-25 Eingang finden. Die Hochschulen haben einen zusätzlichen Aufwand, die Eignungsquote bei den Studienplatzbewerbern zu prüfen, sie zu beraten und eine Vereinbarung mit den Studierenden abzuschließen. Zudem wollen wir ja, dass die Studienplätze im Rahmen der Landarztquote zusätzliche Studienplätze sein werden. Wir wollen grundsätzlich mehr Studienplätze der Medizin, aber gezielt für den ländlichen Raum. Wir wollen vermeiden, dass eine Landarztquote das Auswahlverfahren über die Hochschulen und Abiturbesten noch verschärft. Zweitens. Letzter Punkt ist wichtig, um eine Akzeptanz unter den Studierenden herzustellen.
wenn ich mit Vertretern der Studentenorganisation meiner Partei spreche, stoße ich überwiegend noch auf Skepsis. Und ich weiß, dass dies bei Studentenvertretungen, die anderen demokratischen Parteien nahestehen, ähnlich ist. Wir müssen hier gemeinsam werben und insgesamt auch die Studienbedingungen weiterentwickeln, etwa bei der Einführung und Umsetzung des Masterplans 2020 im Medizinstudium. Drittens. Ebenso müssen wir die Ärzteschaft von dem Sinn einer Landarztquote überzeugen. Die Äußerungen der Kassenärztlichen Vereinigung und der Ärztekammer in Hessen sind, zurückhaltend ausgedrückt, nicht uneingeschränkt positiv. Hoffnungen, dass solche Gespräche erfolgreich sein könnten, macht dagegen eine Stellungnahme des Präsidenten der Bundesärztekammer, Dr. Klaus Reinhardt. Zitat: Man könne darüber nachdenken, einen Teil der Medizinstudienplätze nach Regionen mit einem besonderen Bedarf zu verteilen, unabhängig von der Abiturnote. Das heißt, hier gibt es auch unterschiedliche Auffassungen innerhalb der Kammern. Dagegen lehnt die Ärztegewerkschaft Marburger Bund die Landarztquote grundweg ab. Das ist schade. Auch hier wollen wir noch Gespräche führen. Die Einführung der Landarztquote wird die ambulante medizinische Versorgung im ländlichen Raum verbessern. Es ist nicht das Allheilmittel, aber ein wichtiger Baustein. Die Sicherstellung einer qualitativ und quantitativen guten Versorgung im ländlichen Raum ist eines der wichtigsten, wenn nicht gar die brennendste Herausforderung in der Gesundheitspolitik überhaupt. Die demografischen Daten in der Bevölkerung und in der niedergelassenen Ärzteschaft selbst sind bekannt. Die Landesregierung hat diese Herausforderung angenommen und weitere Maßnahmen ergreifen, die ich hier jetzt nur stichpunktartig aufführen möchte und die den Erfolg der Landarztquote ergänzen sollen. Unterstützung von Studierenden, die Pflichtpraktika im ländlichen Raum absolvieren. Auslobung von Stipendien an Studierende, die sich später im ländlichen Raum niederlassen. Zuschüsse für sich niederlassende Ärztinnen und Ärzte. Unterstützung von medizinischen Versorgungszentren in kommunaler Trägerschaft, dort, wo ein Mangel an niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten ist. Stärkung der Allgemeinmedizin an den Hochschulen. Förderung der Telemedizin. Förderung von Versorgungsassistenten zur Unterstützung der Praxen. Weiterentwicklung Hessischer Gesundheitspakt 3.0. Meine Damen und Herren, lassen Sie uns gemeinsam die Landarztquote voranbringen und auch zeitnah einführen. Wir wären nach Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt das dritte Bundesland. In sieben weiteren Bundesländern, so auch das Nachbarland Rheinland-Pfalz, wird eine Landarztquote diskutiert bzw. befindet sich in der parlamentarischen Debatte. Es ist sicherlich sinnvoll, einen gut vorbereiteten Entwurf der Landesregierung und den unterstützenden Entwurf der größten Oppositionspartei in den Ausschüssen gemeinsam zu beraten. Wir werden die Anhörung nutzen, alle Beteiligten von der Landarztquote zu überzeugen. Herzlichen Dank. Ja, herzlichen Dank. Kurz, knapp, präzise, verständlich, so kennen wir Herrn Dr. Bartel. Vielen Dank dafür. Nächste Rednerin ist die Kollegin Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Genauso knapp und verständlich, aber selbstverständlich. Davon gehen wir aus. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der letzte Redebeitrag von Herrn Dr. Bartelt hat mich doch etwas zuversichtlicher gemacht, dass die Landesregierung und ihre Fraktionen dieses Thema tatsächlich ernst und nimmt und auch angeht. Weil der vorhergehende Redebeitrag, habe ich mir gedacht, sag mal, jetzt weiß ich endlich, wie der hessische Weg geht. Wir gucken mal, wir warten mal ab. Wir schauen mal, wie viele Landärzte, Landärztinnen noch abspringen
und dann schauen wir mal, was wir machen. Also, es ist schön, Sie sind durchaus bereit und Sie sind auf einem Weg, auch aktiv zu werden, weil ich denke, es ist dringend erforderlich. Die Hausärztinnen und Hausärzte sind notwendig. Ich denke, das haben jetzt schon mehr gesagt. Wir haben alle machen die Erfahrungen, insbesondere im ländlichen Bereich, dass Ärztinnen und Ärzte in Rente gehen. Es sind gerade 4.000 Ärztinnen und Ärzte in Hessen in der Grundversorgung, und jeder Zehnte sucht jetzt ganz aktuell schon und längere Zeit schon einen Nachfolger und eine Nachfolgerin. Also wir müssen jetzt nicht um die 300, die vorhin schon genannt wurden, die schon vakant sind. Also das Thema ist wirklich schon sehr deutlich und sehr, sehr prekär. Ich denke, das weiß jeder auch aus seinem eigenen Kreis. Ich habe mir das auch noch einmal angeguckt bei mir im Kreis Groß-Gerau. Da gibt es Kommunen, die haben nur die Hälfte der erforderlichen Hausarztsitze dort vor Ort. Und es ist auch ganz schwierig, in den Nachbarort entsprechend die Hausärztinnen und Hausärzte zu suchen, weil viele nehmen gar keine Patientinnen und Patienten mehr auf. Zum Zweiten muss auch so eine Arztpraxis auch deutlich kurzfristig erreichbar sein. Man kann mal vielleicht in einen Nachbarort fahren, aber man kann nicht, wie es den Menschen im Odenwald zugemutet wird, mit einem kranken Kind anderthalb Stunden in öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein. Das kann man weder den Eltern noch dem Kind noch den Mitfahrenden zumuten, meine Damen und Herren. Und ich denke, uns fehlen ja wirklich die Grundversorgungsärzte, die Hausärzte, die Kinderärzte. Uns fehlen aber auch noch viele andere, die Psychiater, Psychotherapeuten. Und ich denke, der Mangel trifft ganz besonders diejenigen Menschen, die auch in prekären Lebensverhältnissen leben. Und wir brauchen eine Gesundheitsversorgung, die tatsächlich allen in Deutschland lebenden Menschen zugutekommt und von denen alle, die alle nutzen können. Und um die allgemeinmedizinische Versorgung auf dem Land zu verbessern, schlagen wir Folgendes vor. Erstens. Die Zahl der Medizinstudienplätze muss in Hessen erhöht werden. Hessen liegt bei 1,4 Medizinstudierenden pro 1.000 Einwohnerinnen. Es müssten aber 1,5 bis 1,6 geben. Hier gibt es einen deutlichen Handlungsbedarf der Landesregierung, und da reicht nicht, diese Teilstudienplätze in ganz Studienplätze auszubauen. Das ist auf jeden Fall völlig unzureichend. Hier muss gehandelt werden. Die zusätzlichen Ausbildungsplätze sollten durchaus Studienplätze sollten für Anwärterinnen bereitgestellt werden, die bereit sind, in die nicht urbanen Gebiete tätig zu werden. Ihnen allerdings dann mit 250.000 € Strafe zu drohen, das weiß ich nicht, ob das so sinnvoll ist. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Insbesondere wenn die Ärzte, die angehenden Ärztinnen und die Medizinstudierenden sind ja noch weit weg davon, mal Arzt, Ärztin zu sein, noch gar nicht wissen, wo es hingeht und wo es lang geht. Ich kann mir vorstellen, dass also es ist ja so, dass ein Medizinstudium sehr lang ist und sehr teuer ist und für wenig Kinder von Eltern in Frage kommt, die geringe Einkommen haben. Es ist ein Studium für Kinder aus reichen Familien eindeutig, und ein Stipendium in Verbindung mit einer Landarzttätigkeit einzusetzen, sehe ich durchaus als überlegenswert und sinnvoll an. Der dritte Punkt ist, Allgemeinmedizin muss viel höher gewertet werden an den Universitäten. Es muss Pflichtfach werden, damit Studierende überhaupt mit dem Fach im Studium zu tun haben. Und dass es auch als wesentliche Grundlage der Gesundheitsversorgung gewertet wird. Und ich denke, das wäre, innerhalb des Studiums wären schon viele Weichen zu stellen, um die Allgemeinmedizin höher aufzuwerten. Aber auch, und das wäre der vierte Punkt, die Weiterbildung zum Facharzt Allgemeinmedizin muss verbessert werden. Es muss mehr Praxen geben, in denen die Weiterbildung stattfinden kann überhaupt. Und diese Praxen zu fördern, die sich auch dieser Aufgabe unterwerfen, das ist eine gute Sache. Das sollte auch, diese Förderung sollte auch weiter vom Land ausgebaut werden.
Der fünfte Punkt wäre, die jüngeren Ärztinnen und Ärzte wünschen sich ja eine Arbeit, bei der sie gerade in den ersten Berufsjahren Kolleginnen und Kollegen an der Seite haben. Ich denke, das ist eine deutliche Aussage von den jungen Kolleginnen und Kollegen. Und sie haben auch oft nicht die Möglichkeit, das finanzielle Risiko einer Praxisübernahme zu gehen. Das heißt, sie wünschen sich auch klare Arbeitszeiten. Und ich denke, deswegen ist es wichtig, auch hier das Berufsbild in einem Veränderungsprozess zu beobachten. Und es ist sehr wichtig und es ist sehr deutlich, dass die Stärkung des ländlichen Raums in dem Zusammenhang wichtig ist. Weil wer möchte denn auf das Land ziehen, wenn es dort keine Verkehrsmittel gibt, keine öffentlichen, wenn man seine Kinder überall mit dem Auto hinfahren muss, weil kein Bus fährt, wenn es keine Arbeit für die Angehörigen gibt, weil die wollen ja vielleicht auch arbeiten, wenn die Schulen schon abgebaut sind oder nicht mehr alle Schulen vorhanden sind, wenn Kitaplätze fehlen, wenn Krankenhäuser fehlen, wenn Kultur fehlt. Wer möchte denn aufs Land gehen, liebe Leute? Also dass die Stärkung des ländlichen Raums macht es doch so deutlich. Gerade sonst werden wir keine Ärztinnen und Ärzte gewinnen, aber auch sonst keine Menschen gewinnen, die im ländlichen Raum tatsächlich wohnen wollen. Ein sechster Punkt ist, Gesundheitszentren und medizinische Versorgungszentren können Ärztinnen und Ärzte im Anstellungsverhältnis beschäftigen. Ich denke, das ist sinnvoll, auch gerade damit man eine Kollegialität hat. Ärztenetzwerke sind zu fördern. Auch die sprechende Medizin ist wichtig. Es gibt ja nie einen Mangel bei radiologischen Praxen, aber immer bei Allgemeinärzten. Und es soll auch wieder Ärzte und Ärzte zurückgewonnen werden, weil mehr als 20% sind in anderen Bereichen tätig. Aber insgesamt haben wir die Situation, dass die gesundheitliche Versorgung in diesem Land seit einigen Jahren an die Wand gefahren wird. Und seitdem es möglich ist, richtig Geld damit zu machen mit der Gesundheitsversorgung, drängt auch der ambulante Bereich auf den mit einer profitorientierten Gesundheitswirtschaft auf den Markt, der eigentlich kein Markt sein dürfte. Gesundheitseinrichtungen sind dazu da, Menschen Gesundheit zu machen und mit versicherten Geldern wirtschaftlich umzugehen. Sie sind aber nicht dazu da, für private Konzerne Profite zu machen. Ja, Frau Kollegin, ich bedauere das sehr, aber Ihre Redezeit ist jetzt um. Ja, ich werde auch zum Ende kommen. Danke schön. Deswegen darf es auch keine medizinischen Versorgungszentren in den Händen der Gesundheitskonzerne geben. Und wir werden den Ansatz, den Gesetzentwurf der SPD in der Anhörung und in der weiteren Beratung beurteilen, ob dieser Ansatz hilfreich ist. Aber wir sehen auch eine ganze Reihe von weiteren Baustellen. Danke schön. Vielen Dank, Frau Kollegin Böhm. Für die Landesregierung spricht Herr Staatsminister Klose. Wolltest du auch noch mal? Herr Präsident, meine Damen und Herren, lassen Sie mich vielleicht, bevor ich zum Thema komme, eins vorwegschicken, Frau Böhm, das muss ich mir jetzt herausnehmen. Ich bin selber ein Kind des ländlichen Raums. So wüst und leer, wie Sie ihn jetzt beschrieben haben, ist er wirklich nicht. Er hat auch eine eigene Lebensattraktivität. Das ist mir schon wichtig bei allen Themen, die wir da zu bearbeiten haben, was es angeht, die Attraktivität des ländlichen Raums auch weiter zu erhalten. Meine Damen und Herren, die Sicherstellung der gesundheitlichen Versorgung im ländlichen Raum, das ist eines der ganz großen Themen quer durch die Republik. Das ist ja kein Thema, das nur uns hier in Hessen angeht, sondern wir stehen alle vor der Frage, wie stellen wir eigentlich sicher, dass Patientinnen und Patienten auch in naher Zukunft ohne unzumutbare Herausforderungen ihren Hausarzt, ihren Facharzt die Praxis erreichen können. Wie entwickeln wir in Zukunft die stationäre Versorgung, gerade auch im ländlichen Raum? Welche neuen Möglichkeiten ergeben sich aus telemedizinischen Behandlungsmethoden? Und wir nehmen uns dieses Themas als Hessische Landesregierung an, schon lange an, auch schon unter dem Vorgänger an. Und wir machen das, weil es unser Ziel ist, dass alle Menschen einen schnellen und hochwertigen Zugang zu gesundheitlicher Versorgung haben. Und wir brauchen zunehmend Strategien,
um unsere Gesundheitsversorgung dann auch sektorenübergreifend zu organisieren, um die verschiedenen Hilfsangebote vor Ort miteinander zu verbinden. Weil die Uhr wird nicht mehr zurückgedreht werden. Es wird nicht mehr so sein, wie es mal war. Und deshalb müssen wir uns an das anpassen, was wir heute vorfinden und was uns auch prognostiziert wird. Deshalb arbeiten wir im Hessischen Gesundheitspakt 3.0 an einer regionalen Gesamtstrategie Gesundheit, die unterschiedliche Fachbereiche schon auf Kreisebene koordiniert und vernetzt. Deshalb baut das Land beispielsweise auch die Förderung von Gesundheitskoordinatoren und Koordinatoren auf Kreisebene aus. Wir brauchen gerade auch in den ländlichen Räumen verstärkt integrierte Versorgungsformen, die die Leistungen aus den Bereichen Medizin, Pflege und soziale Betreuung vernetzt anbieten. Und da ist das Land schon sehr aktiv. Wir unterstützen genau diese innovativen Ansätze, beispielsweise den Aufbau lokaler Gesundheitszentren. Und ich habe mir ja vor Kurzem ein solches wirklich beispielhaftes Zusammenwirken von Ärztinnen und Ärzten, der Gemeinde und einem Investor in einem sektorenübergreifenden Gesundheitszentrum im Land-Dill-Kreis angeschaut. Das soll im Sommer 2020 eröffnet werden. Und ich will das wirklich als Beispiel mal hinnehmen, weil ich glaube, das ist eines der Modelle der Zukunft, wie wir es in Breitscheid uns anschauen können, wo Gesundheitseinrichtungen, wo eine hausärztliche Praxisgemeinschaft, wo eine Praxis für Physiotherapie, wo ein Hörgeräteakustiker, eine Apotheke, Tagespflege, Gemeindepflegestation, alles unter einem Dach ist. Und ich glaube, genau solche Versorgungsmodelle sind die Versorgungsmodelle der Zukunft, um die gesundheitliche Versorgung gerade in den ländlichen Regionen auf sichere Füße zu stellen. Wir fördern als Land den Einsatz von Gemeindeschwestern auch im Jahr 2020. Wir wollen hier auch eine mehrjährige Förderung ermöglichen, eine entsprechende Förderrichtlinie auf den Weg bringen. Und natürlich, und das gehört dann auch dazu, ist es auch eine ganz wichtige Frage, sich anzuschauen, wie die allgemeinmedizinische Versorgung der Zukunft in der Fläche eigentlich aussehen soll. Und da müssen wir einfach feststellen, dass es für viele junge Medizinerinnen und Mediziner eben nicht mehr attraktiv ist, sich selbst niederzulassen und eine eigene Praxis auf dem Land zu übernehmen, weil sich auch deren Vorstellung von ihrem Beruf verändert hat. Ältere Hausärztinnen und Hausärzte berichten davon, dass sie keine Nachfolge für ihre Praxis finden, aus einer Vielzahl von Gründen. Heute wollen viele junge Ärztinnen und Ärzte übrigens auch lieber in einem Angestelltenverhältnis arbeiten, als seine eigene Praxis selbstständig zu führen. Und natürlich haben wir auch hier mit der zunehmenden Tendenz zum Wohnen in den Ballungsräumen zu tun. Und eine Idee in einem ganzen Bündel von Maßnahmen, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken und die Nachbesetzung von Hausärzten im ländlichen Raum dauerhaft zu gewährleisten, ist die Landarztquote. Und diese Landarztquote ist Teil unseres Koalitionsvertrags. Das ist ja schon mehrfach gesagt worden. Deshalb stellen wir zunächst einmal fest, die SPD findet, wir haben da eine gute Idee in unseren Koalitionsvertrag geschrieben. Das finde ich gut. Sie würden aber unseren Koalitionsvertrag gerne noch schneller umgesetzt sehen. Das ist jetzt auch kein ganz neues Muster. Das erleben wir des Öfteren von Ihnen. Es ist auch nicht völlig neu, dass Sie dann dazu woanders abkupfern. Und so ist es ja auch hier. Die Vorredner haben es zum Teil schon gesagt. Der vorgeschlagene Gesetzestext entspricht bis auf wenige semantische Abweichungen nahezu vollständig dem Gesetz aus Nordrhein-Westfalen. So viel vielleicht dazu, Frau Dr. Sommer, dass Sie sagen, Sie hätten hier, Sie haben vorhin wörtlich gesagt, Arbeit geleistet. Na ja, ich würde Arbeit ein bisschen anders definieren. Das kann man in der Opposition vielleicht so machen. Wenn man in Verantwortung steht, geht es aber so nicht. Wir schauen uns sehr genau an, wie wir die gesundheitliche Versorgung im ländlichen Raum möglichst gut sichern können. Und ja, NRW hat ein Modell verankert. Dieses Modell heißt aber auch, eine Vorabquote von Medizinstudienplätzen wird mit einer strafbewehrten Verpflichtung verbunden, nach Studienende als Landärztin oder Landarzt tätig zu werden. Das ist nicht unumstritten. Das gehört ja auch zur Wahrheit. Und es gibt viele weitere Ideen und Ansätze, die diskutiert werden quer durch die Republik, um die landärztliche Tätigkeit attraktiver zu machen. Und die Debatte hat das ja auch gezeigt.
Und wir wollen diese verschiedenen Möglichkeiten diskutieren, prüfen, und zwar so, wie sich das gehört, verantwortlich und im Dialog mit denen, die es dann am Ende auch betrifft. Weil die müssen wir überzeugen, die müssen wir gewinnen dafür, dass sie diesen Weg auch mitgehen. Und dazu arbeiten wir schon intensiv mit den beteiligten Ressorts, vor allem mit dem Ministerium für Wissenschaft und Kunst, aber auch im engen Austausch mit denjenigen, die in der Hochschulmedizin aktiv sind. Und wir wollen zu einem hessischen Weg zu einer Landarztquote kommen, die schnell und gut wirkt. Denn auch das gehört ja zur Wahrheit. In Nordrhein-Westfalen wird eine ungefähre Zeit von 12 Jahren prognostiziert zwischen dem Beginn des Studiums und dem Arzt, der dann in der Fläche ist. Das ist durchaus lang. Deshalb müssen wir auch über die Frage diskutieren, ob wir Anreize schaffen, ob wir Stipendien für Studierende zahlen, die mit einer Verpflichtung, auf dem Land tätig zu werden, verknüpfen können. Und deshalb ohne gründliche Abwägung, ohne Austausch der Argumente mit denen wir es am Ende umsetzen wollen und müssen, jetzt einfach das NRW-Modell auf Hessen zu übertragen, wäre falsch. Man kann nicht einfach ignorieren, dass es auch ernstzunehmende Bedenken gegen dieses Modell gibt. Die ärztlichen Berufs- und Fachverbände sind erwähnt worden. Auch die Medizinstudierenden stehen dem ja bisher kritisch gegenüber. Das wird aber vor allem dann ein Erfolg, wenn wir die auch mitziehen können. Deshalb will ich für jetzt, wir sind ja in der ersten Lesung, noch einmal zwei Punkte herausgreifen, wo es, glaube ich, lohnt, auch noch einmal besonders hinzuschauen. Herr Staatsminister, die Redezeit der Fraktionen haben Sie erreicht. Vielen Dank, Herr Präsident, für den Hinweis. Die zwei Punkte noch. Die eine Frage ist, wie gehen wir mit der relativ späten Wirkung um? Ich habe gesagt, 12 Jahre, das ist eine lange Zeit, gerade im Leben von jungen Menschen. Wer von Ihnen wusste mit 18, wie und wo er sich sein Leben mit 30 vorstellt? Ich glaube, es ist eher die Minderheit hier. Die zweite wichtige Frage, wie gehen wir mit einer möglichen Vertragsstrafe um? Weil die Details einer solchen Regelung und ihre Ausnahmen müssten verdammt gut bedacht sein, um beispielsweise vermögende Familien nicht zu bevorteilen, aber auch auftretende Härtefälle ausreichend berücksichtigen zu können. Deshalb, der hier eingebrachte nordrhein-westfälische Gesetzentwurf enthält spannende, bedenkenswerte Ansätze. Die sind auch schon Teil der Überlegungen, die wir selbst anstellen. Ihn aber jetzt einfach unverändert auf Hessen zu übertragen, das greift viel zu kurz. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Zu einer zweiten Runde gemeldet hat sich die Kollegin Dr. Sommer, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich wollte nur noch einmal klarstellen, bei Nordrhein-Westfalen haben wir nicht abgeschrieben. Sie können ja noch einmal schauen, welches Gesetz uns als Vorlage gedient hat. Abgesehen davon haben wir keinen Regierungsstab hinter uns, der einfach uns die Gesetze schreibt. Abgesehen davon wollte ich noch einmal kundtun, und Frau Böhm hat es ja auch gesagt, dass das Problem des Ärztemangels ist nicht ein Problem seit heute oder gestern. Wir haben auch nicht 5 vor 12, sondern 5 nach 12. Und ich finde es schon spannend, wenn man hier erwähnt, wie lange die Medizinerausbildung dauert, dann aber noch so viel Zeit hat zu warten und zu prüfen, damit wir noch mehr Zeit verlieren. Also das müssen Sie mir einmal erklären. Ansonsten bin ich ja recht zuversichtlich, dass wir eigentlich alle wollen, dass die Hessinnen und Hessen medizinisch und ärztliche Versorgung hier im Land Hessen bekommen und auch weiterhin gewährleistet werden soll. Und natürlich, und das habe ich auch so gesagt, ist die Landarztquote ein Baustein. Ein Baustein. Aber das Gesamtkonzept, von dem Sie immer erzählen, ist bis jetzt nur ein Gespenst. Sie arbeiten schon 6 Jahre zusammen, und noch haben wir dieses Gesamtkonzept nicht irgendwo erkennen können. Papier ist geduldig. Selbst auf dem Papier steht Ihr Gesamtkonzept nicht. Also, wir freuen uns, wenn wir dann demnächst von Ihnen Ihr Gesamtkonzept sehen können. Bitte prüfen Sie nicht zu lange. Uns wäre es wichtig, dass Sie endlich einmal Akzente setzen. Und wenn wir nicht jetzt endlich anfangen, wird sich die Situation gerade in ländlichen und jetzt schon unterversorgten Gebieten verschärfen und verschlimmern. Ich glaube, das wollen wir alle nicht. Herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank, Frau Kollegin Dr. Sommer. Damit sind wir am Ende der Aussprache der ersten Lesung. Ich gehe davon aus, dass wir den Gesetzentwurf zur Vorbereitung der zweiten Lesung dem SIA überweisen. Alle nicken, dann wollen wir das auch so tun. Damit sind wir am Ende der heutigen Tagesordnung angelangt. Ich darf Sie noch abschließend darauf hinweisen, dass jetzt im Erdgeschoss unseres Plenargebäudes der Parlamentarische Abend des Hessischen Rundfunks stattfindet. Beginn war 19 Uhr. Sie sind alle herzlich willkommen. Also jedenfalls, soweit ich das sagen darf, einladender ist ja der Intendant des Hessischen Rundfunks und nicht ich. Aber ich habe es mir mal gewagt, es zu sagen. Sie freuen sich bestimmt, wenn Sie kommen. Ihnen einen wunderbaren Abend und in alter Frische dann wieder morgen hier um 9 Uhr.